Bei der Aufgabe fliegen Elektronen, ja, in so einem Halbkreis und knallen da auf ein Blech drauf. Und der Abstand zu AL, der hier, der ist 60 Millimeter. Das heißt, ich weiß, das Ding hat einen Radius, ne? R gleich 30 Millimeter gleich 30 mal 10 hoch minus 3 Meter. Gut, das ist gegeben. Also der Radius, die Geschwindigkeit. Weil ich weiß, dass es Elektronen sind, weiß ich auch die Ladung. Q gleich 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb wird auch gern als Q gleich E gegeben. Und die Masse eines Elektrons ist 9,1 mal 10 hoch minus 31, war das, glaube ich, ja. 31 Kilogramm. Also wenn das Wort Elektron dasteht, kann man diese Daten alle aus der Formelsammlung rausholen. Und damit es einen Flug in der Kurve macht, muss es hier irgendwie ein B-Feld geben. Und das untersuchen wir jetzt, dieses B-Feld. Es gibt das Kräftegleichgewicht QVB gleich MV Quadrat durch R. Also das ist die Lorentz. Und das ist die Zentrifugalkraft. Also wenn das Elektron sich hier irgendwo befindet, da ist ein Elektron. Ja, nach außen zentrifugal, nach innen die Lorentzkraft. Und da kann ich jetzt nach B auflösen. Aber erstmal die Richtung von B. Ich habe ein negatives Teilchen. Also das Elektron ist negativ. Deswegen die linke Hand. Der Daumen zeigt in die Richtung. Jetzt räumen wir mal ein bisschen auf, dass es nicht so kruschig wird. So. Also der Daumen zeigt in die Bewegungsrichtung. Der linke Hand. Dann brauche ich eine Kraft. Also der Zeigefinger zeigt ja meistens ins Heft rein oder raus. Ne? Und der Mittelfinger zeigt die Kraft. Wenn der Zeigefinger ins Heft rein zeigt, wäre die Kraft nach unten. Kann nicht sein. Also zeigt der Zeigefinger senkrecht aus dem Heft raus und dann habe ich eine Kraft in diese Richtung. Moment, hier. In diese Richtung. Und das ist gut. Also hier ist die Bewegung, Kraft. Bewegung, Kraft. Bewegung. Kraft, genau. Also raus, raus symbolisiert man Indianerpfeile, die auf uns zukommen. Zit, zit, so. Okay. Ich habe hier ein Magnetfeld und zwar nur hier. Dieses Magnetfeld beginnt genau hier und das ist typisch für eine Aufgabe aus der Schule. In der Praxis kriegt man das normal nicht hin, dass man Magnetfeld so abschirmt, dass es da von null auf voll geht. Genau. Und ich habe gefragt, wie müssten sich die Elektronen bewegen, damit keine Kurve ist. Bei keiner Kurve müssten die Elektronen entlang der Linien laufen. Also die müssten auch so ein, entweder so oder so ein Kreuz machen. Also ich mache da mal eine Skizze. Wenn ich hier ein Magnet, ich schaue es mir von der Seite an, ich habe hier ein Magnetfeld. Wenn die Elektronen jetzt so laufen oder so laufen, gibt es keinerlei Kraft. Ja, also die meiste Kraft gibt es, wenn sie senkrecht laufen. Und schräg, da muss man dann Winkelanteil nehmen, das ist ein bisschen komplexer. Was ich jetzt noch machen könnte zum Spaß, ist dieses B berechnen, weil alles andere ist ja gegeben. Wir lösen nach B auf. B ist gleich großer Bruch, mv Quadrat durch r und jetzt mal q. Ne, dividiert natürlich, so. Dividiert, so. Also, dividiert durch q, dividiert durch v. Dann kürzt sich hier sowas weg. Ja, und jetzt setzen wir alles ein. Das tue ich jetzt nicht, weil das zu, also da, also den Radius in Metern, ja, die Ladung in Coulomb und die Masse in Kilogramm und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Also wenn man das in richtigen Einheiten einsetzt, kommen Tesla, so machen wir das, ist das, was rauskommt, Tesla.